So, dann kommen wir zu den Dragon Ball Sparking Zero Master and ach, keine Ahnung, Trailer. Den Trailer fand ich immer noch am schwächsten, aber wir haben trotzdem coole Charaktere gesehen. Master. Da haben wir das erste Mal Kid Gohan gesehen. Und achtet nochmal auf die OST im Hintergrund. Wenn die im Game sind, die OSTs sind ja göttlich geil. Boah, Piccolo sieht hier schon richtig gut aus, ne? Ja, die haben Schussattacken, sind ja auch geil aus. Ja, Videl, Gohan. Ob noch Great Saiyaman 1 und 2 kommt. Ja, das war sowieso das Highlight aus dem Trailer. Aber ich bitte darum, dass Beerus sich besser spielt als in Cinnabus. Ja, das ist auch geil. Vor allem Gohan hat hier nur einen Arm. Das sieht so gut aus. Ja, Teamattacke schätze ich. Was ich mir da auf jeden Fall auch gut vorstellen kann, bei Trunks und Gohan, ja genau, dass das vielleicht auch ein What-If gibt, da wir ja sowieso ganz viel mit What-If-Stories arbeiten. Was wäre, wenn Trunks und Gohan gegen die Cyborgs gewonnen hätten? Was wäre, wenn? Ich sage ja, es sieht so gut aus, auch dass Gohan hier nur einen Arm hat, Trunks sieht hier bestialisch gut aus. Videl natürlich auch. Beerus sowieso. Whis auch. Und da hat sich das Roster ja schon ein wenig mehr gefüllt. Aber ich bin immer noch verwirrt. Warum ist Broly da links und Bata und Jeez sind irgendwie da oben? Kale ist da oben links auf einmal. Das Roster ist wirklich sehr kompliziert.